Im Burgtheaterstudio trifft der Nachwuchs auf erfahrene Künstlerinnen und Schauspielerinnen des Burgtheaters. Schauspielstudierende spielen Hauptrollen und junge Menschen stehen gemeinsam mit Ensemblemitgliedern des Burgtheaters auf der Bühne. Junge Regisseurinnen werden unterstützt von erfahrenen Dramaturginnen und Texte junger Autorinnen werden von renommierten Regisseurinnen uraufgeführt. Das Burgtheaterstudio, das ist Nachwuchsförderung. Das sind du und ich und ganz viele Begeisterte der ganzen Stadt. Zuschauen könnt ihr bei eigenen Produktionen des Burgtheaterstudio für ein junges Publikum, wie zum Beispiel Stolz und Vorurteil. Oder so. Jane Austens berühmte Liebesgeschichte wird erzählt von 5 Studierenden des Max-Reinhardt-Seminars. Mit rasanten Kostümwechseln schlüpfen sie in unterschiedliche Männer- und Frauenrollen. Beim Karaoke-Singen, am Schlagzeug oder an der Windmaschine zeigen sie unglaubliche Höchstleistungen. 5 starke Frauen erzählen ihre Geschichte und zeigen, dass Liebe auf den ersten Blick überschätzt wird. Das Burgtheaterstudio gibt Empfehlungen zu Inszenierungen für Studierende, wie zum Beispiel Antigone, ein Requiem, bearbeitet von dem österreichischen Dramatiker Thomas Köck, der den antiken Stoff mit dem Geschehen auf dem Mittelmeer verbindet. An den Strand von Theben werden unzählige Tote herangespült, mit denen Europa de facto nichts zu tun haben möchte. Antigone kämpft hier nicht nur für das Begräbnis ihres Bruders, sondern rebelliert gegen die Gleichgültigkeit der Gesellschaft. Oder Karpatenflecken von Thomas Perle, dem Gewinner des Retzhofer Dramapreis, einer der renommiertesten Nachwuchspreise für zeitgenössische Dramatik, das im Vestibül zur Uraufführung gebracht wird. Karten gibt es für alle Studierende und Auszubildende für 10 Euro. Am besten im Netz oder sonst eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse. Wie entstehen eigentlich die Fassung oder der Text zu den Inszenierungen, die wir im Theater sehen? Und wer wählt aus, was wir uns ansehen sollen? Oder wodurch wird eigentlich eine Atmosphäre kreiert? Mit Instrumenten der eigenen Stimme, mit Geräuschen oder Rhythmus? Nicht nur der Raum, sondern auch der eigene Körper ist ein wichtiges Instrument fürs Theater. Ja, nicht nur im Theater, sondern auch im alltäglichen Leben. In 16 verschiedenen Laboren wird sich 2021 mit genau diesen Fragen auseinandergesetzt. Studierende können mit theaterbegeisterten Menschen oder Theaterprofis des Burgtheaters verschiedene Bereiche ausprobieren. Und bei den vielen Angeboten des Burgtheaterstudios zu mitmachen und experimentieren, kann man eigene Talente entdecken und weiterentwickeln. Weitere Labore sind Rolle und Raum. Stimme und Klang. Die Clownwerkstatt. Oder was zum Nachdenken von der These zum Theater. Oder einfach gemeinsam Theater, nicht im Theater. Hey, Studioensemble. Jede Spielzeit sucht das Burgtheaterstudio junge Menschen, die gemeinsam mit SchauspielerInnen des Burgtheaters auf der Bühne stehen wollen und als Studioensemble bei Inszenierungen mitspielen. Im Burgtheaterstudio habe ich eine unglaublich hohe Professionalität erlebt und wurde als junger Mensch wirklich sehr ernst genommen. Vor allem die inhaltliche und dramaturgische Auseinandersetzung mit dem Stück Die Kriegerin hat mir weit über das Spielen hinaus sehr viel mitgegeben. Da kamen dann junge Menschen ins Theater und haben sich damit auseinandergesetzt, zum Beispiel mit der neuen Rechten oder wie kann man mit so einem politischen Stück verantwortungsvoll umgehen. Ihr könnt euch für die neue Produktion des Studioensembles Chaba bewerben, die sich mit der Kopftuchthematik auseinandersetzt. Ab Jänner geht das Burgtheaterstudio raus in die Stadt und arbeitet mit Künstlerinnen in Kooperation mit der Kunsthalle, der Brunnenpassage, dem Gleis 21 und dem Verein Juhu in den verschiedensten Bezirken. Sie zusammen bilden die junge Akademie und stellen Wien und die Gesellschaft auf den Prüfstand. Du kannst bei einem der 5 Projekte mitmachen, Regeln ändern und Gesetze umschreiben. Interessiert? Dann melde dich an. In den Projekten zu Macht und Körper, da geht es um wer trifft hier eigentlich welche Entscheidungen? Alles läuft ja doch eigentlich anders, als wir uns das vorstellen. Teilhabe, Diversität und einen ganz besonderen feministischen Blick auf das Frausein. Teilnehmen können alle. Sämtlicher Fähigkeiten, Herkünfte und Hintergründe. Ja, besondere Voraussetzungen sind nicht erforderlich, kommt alle her. Einmal wöchentlich, jeden Dienstag um 17 Uhr, öffnet das Burgtheater seine Türen und lädt dich ein, mit ganz vielen anderen begeisterten Theater zu spielen. Kommt einfach ins Foyer des Burgtheaters, ohne Anmeldung oder Vorkenntnisse. Action now! Wir sehen uns im Burgtheater. Du kannst dich direkt unter der Mailadresse burgtheaterstudio@burgtheater.at anmelden oder ruf uns an, falls du Fragen hast. +43 151 444 4494. Kommt vorbei. Das digitale Dramaturgielabor ist online. Du kannst also von überall teilnehmen. Eine erste Infoveranstaltung zu dem Dramaturgielabor findet über Zoom statt.
Hier erfahrt ihr mehr über die Inhalte, die sich zwischen Theatergeschichte, Spielplangestaltung und Beispielen aus der Praxis von Inszenierungen am Burgtheater bewegen. Wir laden dich ins Burgtheater ein. Melde dich für den Studierenden-Newsletter an und hol dir eine kostenfreie Karte. Du kannst zwischen den Terminen am 23. oder 25. Oktober 19 Uhr im Burgtheater und der Vorstellung Die Backchen wählen. Oder am 29. bzw. 31. Oktober 20 Uhr zu Dorian Gray ins Akademietheater gehen. Aber auch sonst könnt ihr jederzeit zu ermäßigten Preisen die Inszenierungen des Burgtheaters sehen. Studierendenkarten gibt es im Netz oder für Kurzentschlossene während der Covid-19-Maßnahmen eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse.